Guten Morgen, ihr Lieben. Bei uns ist heute der Zahntierarzt. Und heute geht es richtig ab, weil alle ihre Zähne schön gemacht bekommen. Und ich komme gleich zu euch zurück und erzähle euch ein bisschen was darüber. Wer keine sedierten Pferde sehen will, der sollte heute nicht so viel gucken. Okay, Steve hat mir gerade erklärt, dass die Qualität der deutschen Tierärzte, die Zähne machen, immer besser wird. Aber man sollte, wenn man die Zähne macht, bei seinem Pferd auf jeden Fall darauf achten, dass ein Tierarzt ist. Das ist eine Empfehlung. Okay, das ist unser nächstes Pferd. Der Name ist Diablo. Und Diablo heißt eigentlich der Teufel, aber ist gar kein Teufel. Aber ein schönes Sportpferd, braucht gesunde Zähne. Und den haben wir jetzt gerade sediert und jetzt warten wir darauf, dass er einschläft. Okay, Diablo got an injection. Diablo starts sleeping. Good night, Diablo. Sweet dreams. You get great teeth. We're gonna help you. Okay, Diablo bekommt jetzt diese Kopfstütze. Und jetzt wird ihm als erstes mal das Maul ausgespült. Also bei Diablo haben wir nicht so wahnsinnig schlimme Sachen gefunden. Einfach nur so ein bisschen abschleifen. Aber vielleicht hat das nächste Pferd ein bisschen mehr. Dann zeige ich euch mal das vorher, nachher. Aber jetzt wird erstmal nur so Grobarbeit geleistet. Einfach nur ein bisschen abschleifen, weil bei Pferden das von alleine nicht abgerieben wird. Dann können so Zacken und Kanten entstehen. Aber das ist bei Diablo nicht der Fall. Der hat ganz gute Zähne. Okay, hiermit macht man zuerst die Backenzähne. Da geht man praktisch so auf den Zahn und das Ding bewegt sich. Und das ist ganz flach von oben. Und dann wechselt man die Werkzeuge. Richtig lustig ist der Staubsauger. Und zwar mit dem ein bisschen grober. Da kann man nämlich dann so an den Zahn gehen und das Ding dreht sich, das zeige ich euch jetzt hier, bumm, bumm. Natürlich ganz schnell, das ist ja Motor und damit kann man praktisch die Seite des Zahns machen. Ja. Okay, Diablo hat es geschafft. Wir alle lieben jetzt Diablo, aber dem geht's gut. Das sieht nur so dramatisch aus. Okay, das ist Wendy und die wird von Christina geritten. Und Wendy ist ein super tolles Springpferd und ganz lieb, aber auf einmal an der linken Hand macht sie ein bisschen Schwierigkeiten, wenn sie in Linkskurven gehen soll. Und da haben wir jetzt gerade mal geguckt und jetzt mache ich mal meine Hand rein und will selber mal fühlen, wie scharf die Kanten sind. Also ganz moderne Technology hier auf dem iPad. Hier kann Steve jetzt das Pferd, also ihr seht die normal eingezeichneten Zähne und das, was er jetzt mit dem Stift einzeichnet, ist das, was er vorgefunden hat und behandelt hat. Dann erinnert er ganz genau beim nächsten Mal, was bei dem Pferd los war. Super, ne? Okay, this is Jerry, and Jerry does something really amazing for the dental work of the horses. He's developing tools, is that right? That's correct. So you develop them together with veterinarians, or you Absolutely. Yeah, we have our own manufacturing business, and anything equine related to equine dentistry, we make it, so. This is awesome, and Jerry's going to be here today to, what are you doing? Help assist Dr. Goss in floating the horse's teeth. Okay, awesome. We will follow his work today. Thank you. Also so viel haben wir jetzt vom Überbiss schon mal weggenommen. Das ist ein kleines Stück, was wir rausgeschnitten haben. Und weil die Schneidezähne auf jeden Fall kürzer werden müssen. Schmerz hat das Pferd nicht, weil der Nerv, wenn die so lange rauswachsen, sich zurückzieht. Und darum wird das eigentlich nur wie so ein Fingernagel abgeschnitten. Cool, ne? Okay, so langsam nähert sich unser Tag dem Ende. Aber wir haben ein Pferd gehabt, dem wir ja einen halben Zahn ziehen mussten.
Und jetzt haben wir den doch noch mal vorsichtshalber geröntgt und jetzt zeige ich euch das mal kurz. Ein langer Tag geht zu Ende mit 18 Pferden, die behandelt worden sind. Und ja, jetzt habe ich erstmal keine Neuigkeiten für euch. Wenn noch was Aufregendes passiert, melde ich mich. Und ansonsten jetzt schon mal bis morgen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen was gelernt. Schickt mir, wenn ihr Fragen habt. Danke, tschüss.